Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute für euch wieder eine neue Runde Drogerie-Dupes-Drogerie-Alternativen zu beliebten High-End-Produkten. Ich mache mich immer auf den Weg, damit ihr wirklich die günstigsten und qualitativ besten Produkte in der Drogerie findet. Also wenn ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Heute haben wir Dupes zu Drunk Elephant, zu Anastasia Beverly Hills, zu Fenty Beauty und Rare Beauty. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich möchte tatsächlich auch direkt mit dem ersten Produkt anfangen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Denn ihr kennt mit Sicherheit alle die Rare Beauty Blushes. Die sind super beliebt und super viral. Es ist ein wundervolles Produkt. Ich liebe, liebe, liebe das Finish davon. Allerdings sind die ganz schön teuer. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann ja mal schauen, ob ich etwas Ähnliches finde. Und es gibt ja jetzt von Catrice diese Cream-to-Powder-Blushes. Die sind von der Textur her sehr, sehr ähnlich. Die haben beide dieses erst cremige und dann leicht pudrige Finish. Farblich habe ich aber einen Ton gefunden, der noch ein bisschen näher kommt. Und das ist der Max Factor Miracle Touch Creamy Blush in der Farbe Soft Murano. Ich trage mir den mal mit einem leichten Pinsel einmal an die Stellen auf, wo ich den Blush üblicherweise auftragen würde. Und ihr seht, der ist nicht so glossy, der ist nicht so glänzend, sondern hat ein wirklich sehr schönes, natürliches Finish. Ich mag die ganz gerne. Die kann man auch übrigens sehr, sehr gut auf den Lippen benutzen. Hat eine schöne Farbe, hat eine schöne Textur und hält wirklich den ganzen Tag. Ein kleiner Tipp, den ich für euch habe: Probiert es doch mal aus, ein Layering zu machen. Wenn ihr Full Coverage Make-up tragt, also oder sagen wir so, ein etwas stärkeres Make-up tragt, probiert immer ein Cremeprodukt anschließend mit einem Puderprodukt zu fixieren. Nicht unbedingt mit eurem normalen Sitting-Puder, sondern wirklich mit dem Produkt aus derselben Kategorie. Ein Cream Blush und ein Powder Blush. So sorgt ihr dafür, dass das Produkt nicht nur länger hält, sondern die Farbe auch noch ein bisschen intensiver wird. Auf der anderen Seite nehme ich den Rare Beauty Blush. Der ist farblich ein bisschen pinkiger, aber kommt dem schon sehr, 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 sehr nah und hat ebenfalls dieses leicht mattierte Finish. Kein Glossy Finish, kein Liquid Highlighter, wie beispielsweise dieser hier von NARS. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ihr seht auch, der schon halb leer, der ist aber ein flüssiger Highlight. Und ich finde diese, ein flüssiger Blush, aber ich finde diese Creamy Blushes funktionieren immer super, super gut. Und je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, ist der Ton natürlich auch immer noch ein bisschen anders bei euch als bei mir oder bei irgendjemand anderem. Im direkten Vergleich seht ihr aber wirklich, dass die Farben sich schon sehr, 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 sehr nahe kommen und der Preisunterschied ist wirklich immens. Kleiner Hinweis, ich habe erfahren, dass bald ein neues Produkt rauskommen wird, was ein sehr, sehr spannendes Dupe sein könnte. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr das nicht. Und achtet darauf, dass es schon wieder neu bei YouTube, dass ihr die Glocke aktiviert habt, denn so kriegt ihr wirklich die Benachrichtigung und verpasst die Videos nicht. Heute wird es sehr, sehr glowy im Gesicht. Das ist ja das, was ich liebe. Und nachdem wir die KVD Beauty Foundation getestet haben, die wirklich gut ist und sie hat auch sehr, sehr gut mit dem By Terry Produkt funktioniert, aber es ist halt einfach nicht mein Vibe und ich, wenn ich etwas schon von Grund aus nicht so gerne mag, dann wird es natürlich auch nicht mein liebstes Produkt. Was ich aber habe, ist einen Bronzer und ein Bronzer Dupe. Wir kennen mit Sicherheit alle Ofra. Ofra hat sehr, 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 sehr tolle Produkte und sie haben diesen Bronzer Duo in der Farbe River rausgebracht. Auf der einen Seite ist er matt, auf der einen Seite ist es sehr, sehr schimmrig. Also es ist schon fast ein, ja, ich würde fast sagen, ein Highlighter-Ton. Und zusammengemischt haben wir einen sehr, sehr schönen, recht warm, ganz, ganz wichtig, recht warm Bronzer mit goldenen Glitzerreflexen mit drin. Ich habe mal geschaut, ob ich einen Dupe dazu finde und habe tatsächlich auch wirklich ein nahezu 1 zu 1 Dupe gefunden. Und zwar das hier von Milani. Das ist der Soleil Bronzer in der Farbe 05, Baked Bronzer. Der ist gebacken, hat aber farblich nahezu dieselbe Farbe und ist vom Finish her identisch. Dafür gehe ich mit einem Powder Brush einmal hier rein, nehme mir ein bisschen Produkt auf und stempel den einfach hier ganz leicht rüber. Ich habe im Moment so einen Drang, kein Puder zu benutzen, deswegen gehe ich jetzt hier einfach ein bisschen rüber und ihr seht sofort diesen schönen Warmton. Das ist ein sehr, sehr schöner Bronzer für den Sommer übrigens auch. Also wenn ihr beispielsweise keine Foundation tragt und einfach nur so einen Hauch an Farbe auf eurer Haut haben wollt, ist Milani wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass Milani nicht mehr so den
Ansturm gefunden hat, wie wir es vielleicht uns erwartet haben. Aber es ist ein wundervolles Produkt. Ich mache den Pinsel einmal sauber und auf der anderen Seite benutze ich den Ofra Blush. Der ist ein Stückchen pigmentierter. Es ist nämlich kein gebackenes Produkt, aber er ist farblich einfach genau das gleiche. Auch hier stempe ich nur in ganz, ganz leichten Bewegungen einmal rüber. Die haben einen recht warmen Unterton, ne? Also lasst euch das gesagt sein. Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Ich habe das neulich bei TikTok, habe ich das ein bisschen erklärt, dass viele halt den Fehler machen, Fehler in Anführungszeichen, dass sie Contouring und Bronzing gleichsetzen. Es gibt einen ganz, 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 ganz großen Unterschied. Und ich glaube, ich habe ihn bei YouTube selber so noch nicht erklärt. Bronzing ist ein warmes Produkt. Ich packe euch meinen Konturton daneben. Wir haben einen warmen Ton, haben wir ja hier schon. Und warme Töne sorgen dafür, dass Volumen hinzukommt. Also etwas mehr da ist. Mehr Licht, mehr Reflexion. Deswegen haben die meisten Bronzer auch so einen leichten Hauch an Schimmer oder Reflexion drin, weil wir einfach den Wangenbereich, den Stirnbereich ein bisschen hervorheben wollen. Ein Contouring-Produkt hingegen ist kühl. Und was ist der Unterschied? Das fällt euch wahrscheinlich direkt auf. Ein Contouring-Produkt ist immer matt. Sobald da Schimmer drin ist, ist es kein Contouring-Produkt mehr. Das ist so der Hinweis. Contouring-Produkte sind immer matt. Matte Shades, kühle Shades sorgen dafür, dass Schatten entsteht und etwas weggenommen wird. Das ist der Bereich, den wir konturiert haben wollen. Die Wangen, wir wollen, dass hier ein größerer dimensionaler Effekt ist. Die Wangen sollen höher sein und unter dem Wangenknochen soll es tiefer sein. Das heißt also, Bronzer fügt hinzu, Contouring nimmt weg. Und wenn ihr den Bronzer in einer sehr warmen Farbe habt, ist das nicht so schlimm. Ihr könnt die beiden Farben ja dann am Übergang sehr, sehr schön miteinander vermischen. Aber so als kleiner Hinweis für euch, was der Unterschied zwischen Contouring und Bronzing ist und ein warmer Bronzer ja auch gar nicht schlecht aussieht. Vor allen Dingen diese gebackenen Shades sehen immer wundervoll aus. Während alles richtig schön in mein Gesicht mariniert, habe ich noch einen Skincare-Tube für euch gefunden. Ihr wisst es, dass ich seit ein paar Wochen das neue Vitamin C Serum von L'Oréal benutze. Das ist das Revitalift Clinical Serum mit 12% purem Vitamin C. Es hat auch noch Salicylsäure und Vitamin E mit drin. Und ich liebe das. Ich mag das wirklich gern. Ich mag auch vor allen Dingen den Lichtschutzfaktor dazu sehr gern. Es ist eine sehr, sehr leichte, wässrige Textur. Sie ist parfümiert ein Stückchen. Ich finde das, wie gesagt, nicht schlimm. Ich habe gar keine Probleme mit parfümierten Produkten. Ich sage es einfach nur mal dazu. Im Vergleich dazu benutze ich, oder habe ich vorher halt immer ganz gerne benutzt, das C. Firma Fresh Vitamin C Serum von Drunk Elephant. Das liegt um die, also mindestens 40 Euro, wahrscheinlich sogar mehr. Ist ein bisschen öliger. Ich finde es dadurch sogar gar nicht so schön im Alltag, weil durch das Öl da drin die Foundation sich sehr schnell zersetzt. Vom Finish auf der Haut her unterscheiden die sich aber gar nicht. Und ich finde sogar, dass der Preis einfach so einen großen Unterschied macht, aber der Effekt nicht den Preis rechtfertigt. Drunk Elephant hat phänomenale Produkte. Ich liebe die Produkte von Drunk Elephant. Aber mittlerweile ist die Drogerie so gut geworden oder andere Marken, die man in der Drogerie findet, so gut geworden, dass sie einfach ganz klar da mithalten können. Ich habe aber auch gehört, dass das Vitamin C Serum von L'Oréal ein Dupe zu dem La Roche-Posay Vitamin C Serum sein soll. Das Schöne ist, und das kann man so eigentlich immer recht schnell begründen, L'Oréal als Mutterkonzern und La Roche-Posay als Tochterkonzern arbeiten natürlich sehr, sehr nah miteinander zusammen. Deswegen, wenn ihr das La Roche-Posay Vitamin C Serum vielleicht mögt, könnte das eine sehr, sehr gute Alternative für euch sein. Ansonsten, genauso wie die Sonnencreme, da haben einige Skincare-Experten schon gesagt, dass das einer der besten Lichtschutzfaktoren dieses Jahr sein könnte. Und auch das soll ein Dupe zu der La Roche-Posay Vitamin C Sonnenschutzcreme sein. Probiert es aus. Ich mag die beiden Sachen sehr, sehr gerne. Und großer, großer Vorteil dazu, ich kriege keine Breakouts, ich kriege keine Unterlagerung, ich kriege keine Pickel davon und es sieht unter Make-up phänomenal aus. Ich sehe heute aus wie 12, meine Haut ist sehr, sehr glossy, sehr, sehr glowy, finde ich super. Wir brauchen natürlich aber noch ein bisschen mehr Highlighter und dafür habe ich hier einmal von Art Deco aus der Winterkollektion. Das ist der Glow Highlighter Powder, beziehungsweise ist das, glaube ich, nur die Winterverpackung gewesen und der Highlighter ist in der Farbe Glow Highlighter. Der hat ein sehr, sehr eisiges Finish, so ein bisschen gelblich, Tatsache, und sieht auf Hauttönen mit einem gelblichen Unterton sehr, sehr schön aus. Ihr könnt den auch als Inner Corner Highlight benutzen, aber ihr seht das, so ein leichter
Gelblicher Hauch kommt mit raus. Ein wunderwundervolles Produkt. Und da muss ich sagen, Art Deco ist eine Marke, die wir dieses Jahr, glaube ich, noch vermehrt sehen werden, weil sie einfach, die haben jetzt diesen Shift, finde ich, gemacht von dieser, die Marke war schon immer da und hat standardmäßig gute Produkte, auf die man immer wieder zurückgreift, zu wir erschaffen Produkte, die trendy sind, die mit High-End-Produkten mithalten können. Und dafür ist das ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Auf der anderen Seite, ich drehe den Pinsel einmal, habe ich hier von Anastasia Beverly Hills den Iced Out Highlighter. Der hat auch so einen leichten gelblichen Unterton und sieht damit dem hier von Art Deco sehr, sehr ähnlich. Denn wenn ihr einen Unterton habt, der etwas gelber ist, der etwas rosafarbener ist, der vielleicht etwas olivfarbener ist, könnt ihr mit dem Highlighter das Ganze noch ein bisschen mehr anpassen. Und ihr habt nicht am Ende das Problem, dass euer Make-up so zusammengestückelt aussieht. Wenn ihr wollt, mache ich wirklich noch mal ein Video zu Untertönen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist zu verstehen, wenn man sich damit nicht jeden Tag auseinandersetzt. Und es gibt mittlerweile auch viele Highlighter mit verschiedenen Untertönen. Beispielsweise habe ich hier einen von Natasha Denona. Da könnt ihr es sehen. Der ist grün und der ist rosa. Also wenn ihr einen rosanen Unterton habt, geht ihr einfach in den Bereich. Setze ich mir jetzt mal hier hin. Wenn ihr einen grüneren Unterton habt, könnt ihr den so ein bisschen mischen und etwas mehr Oliv mit reinmischen. Dadurch sieht das Make-up am Ende des Tages immer ein bisschen hochwertiger aus. Ich liebe das Make-up so, wie es jetzt schon ist. Ich habe natürlich aber noch was anderes für euch. Und zwar sind das Lipglosse. Fenty Beauty macht meiner Meinung nach eine der besten Lipglosse aus dem High-End-Bereich. Aber es gibt jetzt auch diese Heat-Schätzchen. Die haben so einen leichten, bitzligen Faktor mit drin. Und Catrice lässt sich natürlich nicht lumpen und bringt ein ähnliches Produkt in die Drogerie. Und das sind die Plumpit Lip Booster mit Menthol. Das ist jetzt in der Farbe Overdosed on Confidence. Ich trage den mal hier auf der rechten Seite auf. Das Füßchen ist sehr, 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 sehr groß und ihr habt eine super Farbabgabe. Auf der anderen Seite, auch im Vergleich vom Füßchen her, haben wir den Fenty Gloss in der Farbe Bubble Binge. Das Füßchen, würde ich es nicht wissen, würde ich sagen, dass es dasselbe Füßchen ist. Ich finde, das von Catrice ist sogar noch ein kleines Stückchen größer. Also ihr habt einen schnelleren Auftrag. Farblich passen die auch perfekt zueinander. Sie haben einen sehr, sehr schönen pinkigen Unterton. Und wenn euch das zu viel ist, könnt ihr einfach mit einem braunen Lip Liner runtergehen und dann ganz, ganz leicht diesen pinkigen Ton auftragen. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Am Ende entscheidet ihr natürlich immer selber, welche Produkte euch am besten gefallen und welche Produkte euch das Geld wert sind. Ich bin gespannt, welche dieser Dupes euch am besten gefallen. Schreibt mir gerne eure neuesten Dupe-Funde in die Kommentare. Dann hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Geld sparen konnte. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald hier wieder.